Like dieses Video in den nächsten 5 Sekunden und hol dir jetzt deine kostenlose V-Bucks-Belohnung ab. Also riskiere nichts und like jetzt sofort dieses Video. Yo Leute, was geht? Heute in diesem Video geht es um kostenlose V-Bucks bzw. eine gratis V-Bucks-Entschädigung oder auch ein kostenloses V-Bucks-Geschenk, das wir von Fortnite bekommen aufgrund erneuter Serverprobleme in Fortnite Battle Royale bzw. ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Server waren einige Zeit down bzw. danach sogar der Crash. Creative-Modus und so weiter und so fort. Ich werde euch heute in diesem Video alle Informationen geben und werde euch natürlich erklären, wie ihr eure kostenlosen V-Bucks abholen könnt, beziehungsweise wie ihr diese ganzen V-Bucks dann bekommen könnt. Vorher habe ich jetzt aber noch eine richtig coole Aktion für euch und zwar, ich verschenke aktuell V-Bucks-Karten an meine Community. Mit diesen V-Bucks-Karten könnt ihr Skins und andere Items aus dem Itemshop kaufen und wenn ihr Bock habt, so eine V-Bucks-Karte von mir geschenkt zu bekommen, dann bitte ich euch, abonniert jetzt sofort diesen YouTube-Kanal Official Junior, das Ganze ist auf jeden Fall kostenlos. Aktiviert die Glocke, stellt die Glocke auf alle, um wirklich nichts mehr zu verpassen. Als nächstes gerne einfach mal einen Like auf das Video da lassen, wenn euch diese ganze Aktion gefällt. Und das Allerwichtigste, Freunde, schreibt jetzt sofort Hashtag V-Bucks plus euren Epic Games Namen in die Kommentare. Umso mehr Kommentare schreibt, umso höher ist die Chance, dass ich euren Kommentar sehe. Und das Allerwichtigste, Freunde, folgt mir jetzt sofort auf meinem Twitch-Account Official Junior. Ich werde das Ganze ganz kurz einblenden, denn ich werde dann auf meinem Twitch-Account einen Livestream starten, wo wir live im Stream diese V-Bucks-Karten an die Community verschenken. Da habt ihr alle eine sehr hohe Chance, deswegen folgt auf Twitch, guckt unbedingt bei Twitch vorbei. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video, let's go. So meine Freunde, wir beginnen jetzt direkt mit dem kostenlosen V-Bucks-Geschenk und Freunde, ihr müsst mir jetzt unbedingt gut zuhören und das Video unbedingt bis zum Ende angucken, damit ihr wirklich alle Informationen mitbekommt und damit ihr eure kostenlosen V-Bucks abholen könnt. Auf jeden Fall wisst ihr Bescheid, habt ihr es vielleicht mitbekommen, gibt es in letzter Zeit sehr oft Probleme, was Fortnite Battle Royale betrifft. Wir hatten ja das Winterfest. Ich glaube, jeder von euch hat das Winterfest mitbekommen. Das war unnormal cool, aber im Winterfest gab es auch einige Probleme, weswegen wir jetzt noch eine Entschädigung bekommen haben, beziehungsweise jeder Spieler, der im Winterfest gezockt hat, hat diese Pilzsichel beziehungsweise diese coole Spitzhacke einfach noch kostenlos als letztes Winterfest-Geschenk sozusagen bekommen. Das liegt aber auch nur daran, weil es aktuell so unendlich viele Probleme mit den Fortnite-Servern gibt, beziehungsweise weil es im Winterfest aktuell sehr oft Probleme mit dem Fortnite-Servern gegeben hat. Jetzt gibt es aber weitere Probleme, beziehungsweise gab es weitere Probleme. Unter anderem gab es Probleme mit dem Fortnite-Crew-Paket. Da haben Leute das Fortnite-Crew-Paket sozusagen gekauft, beziehungsweise hier Teil der Fortnite-Crew. Und es gab ja irgendeinen bestimmten Hängegleiter. Dieser Hängegleiter war dann aber nicht verfügbar, beziehungsweise Spieler, die im Crew-Paket waren, haben dann diesen Hängegleiter am Anfang nicht bekommen. Diese Spieler haben bereits eine Entschädigung bekommen. Aber das war es noch immer nicht. Es gibt noch einen weiteren Fehler, beziehungsweise es gab noch einen weiteren richtig schlimmen Fehler und zwar konnte man, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, auf jeden Fall konnte man eine Weile keinen Fortnite Kreativmodus beziehungsweise Fortnite Creative Modus zocken. Wenn man da in den Fortnite Kreativmodus reingegangen ist, kam folgendes Bild, beziehungsweise man kam nicht ganz normal in die Lobby, wo man sich dann für eine Map entscheiden konnte, sondern es war einfach alles leer und es gab wieder weitere Bugs, die Server waren wieder eine Weile offline beziehungsweise man konnte wieder nicht spielen und jetzt gibt es noch eine weitere Entschädigung bzw. ein weiteres Geschenk von Epic Games an und Spieler, hier alle Informationen. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr schon Fortnite zockt bzw. wie ihr in diesem ganzen Fortnite Battle Royale Thema schon drin seid, wie lange ihr das Ganze verfolgt. Auf jeden Fall, Epic Games ist eine sehr coole Firma und die entschädigen meistens die Spieler, wenn es irgendwelche Probleme mit dem Spiel gibt, einfach um die Spieler nicht zu verärgern bzw. um den Spielern dann für diese ganzen Fehler etwas zurückzugeben. Wir hatten ja früher mal eine sehr, sehr lange Downtime dort. Bei dieser Downtime haben wir dann dieses Rostmeister-Rückenaccessoire sozusagen bekommen. Das war ziemlich cool, das konnte man sich dann für 0 V-Bucks im Itemshop abholen. Jetzt gab es dann erneute Probleme, dort haben wir dann diese Spitzhacke bekommen und jetzt gab es wieder einen weiteren Fehler, wo man wieder eine sehr, sehr lange Zeit keinen Fortnite Creative Modus zocken konnte. Ich glaube, das waren wieder 4 Stunden oder so, wo das Ganze verbuggt war und deswegen könnte es auf jeden Fall der Fall sein, dass wir wieder ein weiteres Entschädigungsgeschenk bekommen. Dazu habe ich auf Twitter schon einige Posts gefunden, beziehungsweise einige Leute gefunden, die folgendes gepostet haben, dass wir anscheinend 1500 V-Bucks als Geschenk von Epic Games selber bekommen. Ich bin da ziemlich gespannt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema in die Kommentare. Denkt ihr, dass wir diese 1500 V-Bucks als Geschenk bekommen? Jungs, bleibt unbedingt noch bis zum Ende dran. Ich habe noch eine richtig coole Information für euch auf jeden Fall. Denkt ihr, dass wir diese 1500 V-Bucks als Entschädigungsgeschenk bekommen? Denkt ihr, dass wir irgendwas anderes bekommen? Oder denkt ihr, dass wir dieses Mal gar kein Entschädigungsgeschenk bekommen? Kann natürlich auch sein, weil, wie gesagt, man konnte ja trotzdem vor
Fortnite zocken. Ich wollte euch trotzdem diese ganze Information unbedingt auf dem Weg mitgeben, dass es da wieder Probleme gab und dass einige Leute spekulieren, dass wir da nochmal ein Geschenk bekommen. So, meine Freunde, wir kommen jetzt direkt zum nächsten Thema, wie ihr kostenlose V-Bucks in Fortnite bekommen könnt. Bei diesem Thema könnt ihr wieder 1500 V-Bucks extra gratis bekommen. Ich kann euch das Ganze ganz kurz erklären. Vielleicht wisst ihr das Ganze schon, beziehungsweise vielleicht kennt ihr das Ganze schon. Und zwar gibt es aktuell einen weiteren Fehler bei Epic Games, und zwar kann man dieses ganze Paket, beziehungsweise das Deep Freeze Paket, in diesem Paket befinden sich dieser Skin, dieses Rückenaccessoire, diese Spitzhacke und nochmal obendrauf ein Hängegleiter und 1000 V-Bucks. Und dieses ganze Paket kann man aktuell kaufen, und Leute, die dieses ganze Paket schon besitzen, können es sich trotzdem noch ein zweites Mal im PlayStation beziehungsweise im PSN Store kaufen. Und wenn ihr euch dieses Paket das zweite Mal kauft, bekommt ihr sozusagen 3000 V-Bucks als Entschädigung, weil das Ganze, wie gesagt, ein Bug ist. Das heißt, wenn ihr das Paket besitzt und wenn ihr jetzt günstige V-Bucks haben wollt, dann guckt mal im PSN Store, ob das ganze Paket noch verfügbar ist. Dann könnt ihr nochmal obendrauf sozusagen 3000 V-Bucks bekommen. Warum ist das so, kann ich euch ganz kurz erklären. Und zwar, wir haben ja hier im Paket dann Skin, Spitzhacke, Rückenaccessoire und Hängegleiter und 1000 V-Bucks. Aber weil das Ganze ja verbuggt ist, bekommen wir sozusagen nicht den Skin, weil ihr könnt ja den Skin nicht zweimal haben, sondern ihr bekommt dann 3000 V-Bucks, was auf jeden Fall günstig ist, wie wenn ihr euch die V-Bucks hier im Store kaufen würdet. Deswegen, ihr könnt das sehr gerne machen, falls ihr noch V-Bucks braucht, und jo. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier auf jeden Fall am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, dieses ganze Video hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen. Wenn ja, lasst sehr gerne einen Like auf das Video da. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, abonniert unbedingt diesen YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ihr könnt euch sehr gerne in meinen Fortnite-Discord-Server reinkommen, das ist kostenlos für alle. Der Link dazu ist ganz oben in den Kommentaren angepinnt. Und folgt mir auch sehr gerne auf meinem Twitch-Account OfficialTune. Ich werde da in Zukunft öfter mal live streamen. Wir werden das Skins an die Community verschenken. Wir werden mit der Community zocken. Das heißt, ihr könnt auch mit mir zusammen dann spielen. Was auf jeden Fall ziemlich cool ist, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Denkt ihr, dass wir noch einmal ein Entschädigungsgeschenk bekommen für diese ganze Aktion, was da passiert ist? Macht euch auf jeden Fall nicht allzu große Hoffnungen. Sollten wir wirklich noch ein Entschädigungsgeschenk von Epic Games bekommen, werde ich dazu auf jeden Fall auch noch ein Video hochladen, wie ihr das Ganze dann bekommen könnt, wie ihr das Ganze freischalten könnt. Deswegen gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Dankeschön für den Support. Wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Livestream, was ich mache. Dankeschön für den Support. Wir sehen uns. Haut rein, meine lieben Freunde, und ciao.